Hallo und willkommen zurück zum, ja, vermutlich letzten Video vom... Duke? Aha. Nee. Nix. Scheinen wir jetzt unten zu sein. Okay, da geht's noch nicht runter. Ach, Menno. Okay, geht's nicht lang. Gerade so nicht.
Was hängt der denn fest? Sag mal. Schön. Jetzt haben wir wenigstens hier schon mal die Karte. Ja, das tue ich mal ganz gut hier. Nee, da geht's nicht weiter. Oh.
Okay, das ist ja ganz nett, aber weiterhelfen tut mir das jetzt auch nicht. Das ging erstaunlich zügig. Ja, das wird ja dann hier wohl der Endboss werden, ne? Okay. Da brauche ich noch eine bessere Taktik. Mist, der ist zu weit oben. Sonst war das gar nicht so schlecht. Ach. Aber gerade so.
nachdem der Anführer von den Rigelianischen Bataillonen verschwunden ist, ist der Planetenverschwinder Symmetrien-Cruiser Mark 4 oder so ähnlich, nachdem der irgendwie verschwunden ist auf jeden Fall, latscht der Duke auf die Brücke vom Schiff und experimentiert ein bisschen mit den Steuerkonsolen darum. Er was? Er versiegelt den Leerkopf für den Rest der Kräfte, die er nicht weggeballert hat. Also er schließt sich quasi auf der Brücke ein, damit die restlichen Kräfte, die er nicht weggeballert hat, ihn nicht aufhalten können. Okay. Nachdem er den grandiose Aussicht von dem Sitz des Captains ja genossen hat, oder Wiping ist eigentlich Wischen, weggewischt hat, keine Ahnung, sitzt er, der Duke, jetzt triumphierend auf diesem Stuhl. Mein eigenes Sternenschiff. Ich mag das. Ja, das ist für mich. Oder so soll es sein. Da ist sie ja, die Erde. Sie sieht so blau aus, so perfekt, so verwundbar. Natürlich ist Nord- und Südamerika zu sehen. Warum auch nicht? Und Mittelarm-Erika in der Mitte. Du weißt schon, jetzt wo die Rigelianer Toast sind, also weggeballert wurden, weggebrutzelt wurden, kann ich die Welt übernehmen. König Duke. Na, klingt nicht richtig. Zu schade. Aber wie dem auch sei, es wäre sicherlich total lustig, Detroit hier aus dem Weltraum brennen zu lassen. Oder zu kochen, zu grillen. Das Ende. Bis Duke 3D. Ach, das wussten sie damals schon, dass Teil 3 3D wird. Das ist ja schön. So, Let's Platz. Hier, ne? Y ist Z. Episode 4. Schön, haben wir das ja auch erledigt. So, Einführung und Geschichte. Das hatten wir schon. Einführung. Achso, das sind die einzelnen Tasten. Und die Geschichte. Achso, ja. Ladies and Gentlemen, einer unserer größten Helden der Nation ist verschwunden, während Duke interviewt wurde und live im Fernsehen und ein neues Buch vorgestellt hat, wurde er bei einer unheimlichen Kraft weggesaugt. In unseren anderen News zeigen ein meilengroßes UFO, welches über Los Angeles rumfliegt. Und nach der Werbung zeigen wir eine kleine süße Story über einen dreibeinigen Hund, der ein Baby gerettet hat. Inzwischen in dem bösen rigelianischen Schiff. Hey, wo bin ich? Was ist das hier? Das ist kein Fernsehen. Ich bin hier der böse Eroberer und glauben Sie mir, it's my place to tell you. Das ist zu schnell. Sorry, kann ich nicht machen. Ich breche mal frei und trete dir in den Arsch. Und ich bin schon auf meinem Weg. Aber Mr. Newcomb, bitte retten Sie doch Ihre Energie, dann speichern Sie die für den Folterraum. Ja, zu spät. Venenkopf. Ich bin bereits abgehärtet durch Dr. Proton.
Was willst du eigentlich von mir? Dein Gehirn. Die Mega-Enzephalosucker-Maschine wird sie rausernten und den Kriegscomputer damit füttern. So, also soll ich hier bloß rumsitzen, während du mein Gehirn raussaugst und damit die Erde eroberst? Ja, genau. Die hast nicht gerade eine großartige Chance. Ich meine, das ist das Endresultat. Das ist permanent und nicht umkehrbar. Okay. Dann mach dich mal bereit für die Gehirnabsorption. Mit ganz viel Schmerzen. Und beweg mal am besten keinen einzigen Muskel. Aber es ist sicherlich nicht falsch, an deinen Gott zu schwören oder irgendwas in die Richtung. Duke saust runter und landet zufälligerweise auf dem Boden, ja genau, und sein Stuhl geht kaputt. Ich schätze, das war's wohl. Solange die Idioten nicht meinen Explorer hier entfernt haben. Was für ein paar Idioten. Da ist sogar ein Waffenraum direkt gegenüber. Das ist echt zu einfach. So. Das war so halb übersetzt, weil zu schnell. Dann bedanke ich mich nochmal an der Stelle fürs Zuschauen. George Bruce Scott Miller. Ach, guck mal an. Creative Stuff. Tom Hall. Hier, die beiden, die sind maßgeblich dafür bekannt. Und wenn man Bruce Hart nicht so richtig aussprechen kann, dann sagt man statt George Bruce Scott Miller. Tom Hall, den kennen wir doch von It Software. Robert Price sagt mir auch was. Und das war's. Juti, falls euch das Let's Play gefallen haben sollte, dann könnt ihr das mit einem Daumen nach oben symbolisieren. Kanal abonnieren nie verkehrt. Hier kommen immer mal wieder kleine Perlen. Und aktuellere Spiele. Muss ja auch mal sein. Und jetzt haben wir den Duke wenigstens soweit aufgeschlossen, dass wir Teil 1 und Teil 2 haben. Und dann kommt ja 3D, ne? Und dann kommt ja Forever und so weiter. Und dann kamen noch ein paar dazwischen, wie zum Beispiel Manhattan Project. Und ein, zwei Kleinigkeiten gibt es da auch noch vom Duke. Also bleibt dran. Ja. Und wenn dann auch noch die Glocke aktiviert, dann kriegt er sogar mit, wenn ich mal wieder was hochgeladen habe. Und dann wisst ihr genau, war das jetzt noch ein Duke? Oder war das was ganz anderes Tolles? Das lohnt sich doch. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zu einem anderen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Warum solltet ihr den wechseln? Hier gibt es doch so viel Schönes zu sehen. Also bis gleich. So, Quit Game. Yes.